Es ist leichter, Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Ist es ratsam, in eine Selbstverteidigungsschule zu gehen? Das ist in etwa wie die Frage, ob es gesünder und besser ist, bei McDonald's zu essen oder zu Hause zu kochen. Also da wird dir nicht nur Jamie Oliver sagen, dass es gesünder und besser ist, zu Hause zu kochen, weil du volle Kontrolle und Übersicht über die Zutaten hast, weil du weißt, dass alles frisch und von besser Qualität ist und weil du es nach Belieben zusammenstellen kannst und nach eigenem Geschmack auch noch würzen kannst. So eine Selbstverteidigungsschule ist wie McDonald's. Also du weißt nicht, was wirklich drin ist. Du weißt nicht, wie alt oder frisch das ist. Du weißt nicht, wer es zubereitet hat. Und du weißt nicht, ob es gesundheitsschädigend ist, obwohl wir das eigentlich alle wissen. Oh? Also kein Selbstverteidigungsstil oder System oder was auch immer hat sich in den letzten 35 Jahren in Vergleichskämpfen oder den daraus später entstandenen MMA-Kämpfen durchgesetzt. Ja. Außer ich mit meinem Ding hier. Oh? Ja. So, in der absoluten Mehrheit der Selbstverteidigungsschulen wird auch kein Sparring betrieben, so mit der fadenscheinigen Ausrede, so, ja, unsere Techniken sind viel zu gefährlich und so, ne? So, in den wenigen Selbstverteidigungsschulen, wo Sparring betrieben wird, sieht das alles ausnahmslos nach oberflächlich gelerntem Kickboxen aus, so, ne? Da kannst du auch direkt lieber in eine richtige Kick- und Thai-Box-Schule gehen und das von der Pike auf anständig lernen, so, ne? Dann hast du zwar immer noch das falsche Werkzeug, so, ich habe euch erklärt, wie das ist mit dem Hammer, so, dann hast du aber wenigstens nicht deine Zeit verschwendet. Dazu kommt auch immer so das Zeitmanagement, was diese Selbstverteidigungsschulen immer sagen, so 90 Minuten und dann körperliches Training, Drill, Strategie, Taktik, Theorie, also so nach meiner Erfahrung kommt da immer was zu kurz und das ist bei so Selbstverteidigungsschulen immer das Kämpferische, ne? Also ich bleib bei meiner Empfehlung, geht auf gar keinen Fall in so eine Selbstverteidigungsschule und schmeißt denen euer Geld in den Rachen, so, ne? So, ich will da jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, sonst jammern die ganzen Selbstverteidigungsschlümpfe wieder rum hier, so, oh, lieber, warum sagst du sowas, das kannst du doch nicht machen und so, ne? So, geht zum Grappling, so, seid da fleißig und bildet euch zu Hause weiter, ne? So ist sichergestellt, dass ihr eure 90 Minuten körperliches Training beim Grappling voll durchzieht und voll durchballert. So, und zu Hause könnt ihr dann selber bestimmen, wie viel ihr lest, wie viele Videos ihr zum Thema guckt und wie viel Zeit ihr da reinsteckt, ne? Solche Selbstverteidigungsprogramme oder Pakete, das ist Zeit- und Geldverschwendung. So. Und es wäre sehr schade, wenn ihr das böse Erwachen bekommt in einer Gewaltsituation, ja, weil ihr weggeputzt wurdet oder weil ihr irgendwo mit dem Hammer draufgehauen habt, irgendwas kaputt gegangen ist, ihr habt eine Anzeige kassiert, wurdet verurteilt und müsst Strafgeld zahlen.